Um sicherzugehen, ob deine Waschmaschine passt, solltest du dich über die Maße informieren. Die meisten Waschmaschinen besitzen eine Standardhöhe und Breite. Die Tiefe ist je nach Modell unterschiedlich. Was du bei den Maßen beachten musst, das zeige ich dir in diesem Video. Die Standardhöhe einer Frontladerwaschmaschine beträgt 85 cm und die eines Topladers 90 cm. Der durchschnittliche Höhenunterschied zwischen beiden Modellen beträgt also 5 cm. Misst zu Hause daher die Höhe, wenn du zum Beispiel deine Waschmaschine in eine Waschküche stellen willst. Frontlader haben eine Standardbreite von 60 cm. Toplader dagegen haben eine Standardbreite von 40 cm und sind somit deutlich schmaler. Dadurch nimmt die Waschmaschine zwar weniger Platz ein, aber dann passt auch leider weniger Wäsche in die Trommel. Ein Toplader bietet maximal Platz für 7 kg Füllmenge, womit du die Wäsche von 1 bis 2 Personen waschen kannst. Hast du allerdings einen größeren Haushalt und genügend Platz, dann solltest du dich für einen Frontlader entscheiden, da diese mehr Kapazität haben. Achte beim Kauf einer Waschmaschine genau auf die Tiefe. Bei einem Toplader beträgt die Standardtiefe 60 cm. Bei einem Frontlader kommen 5 bis 10 cm hinzu. Dies liegt an der Tür und anderen Vorsprüngen auf der Vorder- und Rückseite. Dadurch variiert die Tiefe zwischen 60 und 70 cm und ist gerade dann wichtig, wenn du zum Beispiel deine Waschmaschine in eine Nische oder in einen Schrank stellen willst. Beachte auch, dass du genügend Platz hast, um die Trommeltür zu öffnen. Hast du ein kleines Badezimmer oder eine Waschküche, dann ist eine Waschmaschine mit einer Tiefe von weniger als 60 cm eine gute Wahl. Der einzige Nachteil ist, dass du keinen Trockner auf eine Waschmaschine mit geringer Tiefe stellen kannst. Hast du allerdings eine Waschmaschine mit einer Tiefe von mehr als 55 cm, dann kannst du problemlos einen Trockner mit einem Verbindungsrahmen übereinander stapeln. Das war's jetzt schon wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie wie immer unter dem Video in die Kommentare. Wir beantworten diese gerne. Ciao und bis zum nächsten Mal.